Jo, Hallöchen zu meinem neuen Projekt. Ein Mod aus der Portal 2 Szene Thinking with Time Machine. Zugegeben, dieser Mod, der kam vor, ich würde mal sagen, knapp 2 Jahren heraus, aber ich selbst habe mich erst vor kurzem entschieden, diesen Mod herunterzuladen und diesen mal anzutesten. Ich hatte demzufolge keinen Plan, was mich hier erwartet. In welchem Teil dieser Story, ich gehe mal davon aus, dass diese eine Story hat, also in welcher Relation diese Story hier spielt, neben der Hauptstory vielleicht oder vor der Hauptstory oder danach oder eine komplett andere Story, ich habe keinen Plan. Und wie viele Levels auch hier sind, was mich hier alles erwartet, ich bin neugierig, ich hoffe ihr auch und legen wir doch am besten gleich mal los. Wir wollen ein neues Spiel starten und los geht's. Ich habe zumindest mal gesehen, zumindest als Angebot und dass der... Hey, den kannst du mal nehmen und... Ja, okay. Mal sehen, was uns das erwartet. Also das kommt mir so vor wie die Endszene aus Portal 2, wo wir hier in der Freiheit sind. Ja, genau. Okay. Ach, unser Companion Cube. Ja. Schön für den Companion Cube. Oh, ein Rabe. Yay! Das Sonnenlicht, das blendet zwar ein bisschen. Was? Alles ist dunkel. Ach so. Nein! Unser Kubus. Wo ist unser Kubus hin? Wir wurden getäuscht. Das ist also das weitere Werk von GLaDOS, was uns quasi uns mitteilt. wollen wir nach der Argumentation... Nein, du bist immer noch nicht in der Freiheit. Du kommst auch niemals in die Freiheit an. Soll ich das etwa so interpretieren? Na gut. Dann heißt es wohl, wir sollen uns noch einmal mit GLaDOS uns eine Runde rumprügeln, nachdem wir quasi in der Hauptstory, die ich zwar niemals hier als Let's Play zwar gemacht habe, aber ist es erstmal völlig irrelevant, abgesehen davon, es gibt ja schon zahlreiche Let's Plays zu Portal als auch zu Portal 2, zumindest was jetzt nur die Hauptstory betrifft, also who cares an dieser Stelle? Und wir sollen uns also mal Richtung Aufzug begeben. Ja, okay, wieder Untergrundlevel. Geht es etwa jetzt hier nur im Untergrundteil hier voran? Also was zur Hölle erwartet mich jetzt eigentlich hier? Außer, dass jetzt hier das Level zu Ende ist und wir jetzt erstmal gleich das nächste Level hier beginnen. Na, was soll's? Also Thinking with Time Machine. Soll wohl heißen, wir dürfen also eine Zeitmaschine steuern. Sieht man doch zumindest sehr danach aus. Schauen wir einfach mal. Oh. Also von Untergrunddesign zum modernen. Oh, das sieht schön aus. Oh, und es geht nach oben. Nach oben, da wird man uns loben. Ne, ich will weiter nach oben. Na gut. Dann ist erstmal hier Endstation. Okay. Monitor, okay. Hallöchen. Okay, Ich soll also irgendwas mit R machen, dann irgendetwas mit Q. Und dann irgendwas mit F. Hä? Also irgendwas mit R. Okay. Q, F, keine Ahnung. Ach so! Ja, stimmt, Portale sollte man ja mit verwenden. Okay. Also, R soll ich drücken. So. Ach so, ich habe jetzt so ein Teil hier. Okay, ja, ich jetzt folgendes, okay, ja. Und jetzt soll ich erstmal Q drücken. Okay. Und jetzt F. Ach so, ich sehe mich selbst. Oh, ich sehe toll aus. Oh. Ja, stimmt, wir sind da hier, Chell. Okay. Und. Ach so, jetzt kann ich hier hin. Okay. Ach, so wird ein Schuh draus. Kann ich das nochmal abspielen? Nein. Wirklich nicht? Moment. Moment. Okay, was dürfen wir hier machen?
Ach so, ich darf mit mir selbst jetzt Huckepack spielen. Okay, Moment. Hin. Runter. Q. Und abspielen. Na, ich sehe aber so toll aus. Hat wohl noch nicht ganz geklappt und. Okay, Moment, Moment, Moment. Also, R, okay, das Teil, das läuft. Ich kann mich sogar jetzt noch so richtig aus einer schönen Perspektive mich hier sehen. Okay, runter, vielleicht muss ich springen. Probieren wir es mal. Und F. So. Okay, ich glaube, ich beachte mich jetzt erstmal nochmal eine Runde selbst. Okay, jetzt müsste ich wieder hier hingehen. Ey, das hätte doch beinahe geklappt. Moment, kann ich das nochmal abspielen? Nee. Ich dachte, ich könnte das vielleicht nochmal abspielen. Ach so, stimmt. F muss ich ja machen. F, nicht Q. Okay, ja. Gut, ich begutachte mich nochmal kurz selbst. Und so. Hin in die Hocke und. Ach, so wird ein Schuh draus. Okay. Hab schon verstanden. Okay, hin. Q. Ach, Quatsch. Nochmal. So. Okay. Springen. Fertig. Und ausführen. Okay. Ja. Ach, okay. Hab verstanden. Ah, das wird noch ziemlich interessant werden. Da oben ist zumindest schon mal Endstation, aber. Mal sehen, was mich hier noch so Feines erwartet. Und, oh, stimmt. Das habe ich ja noch gar nicht begutachtet. Wir sind also quasi hier innen drin in der. Portal 2 Fabrik. Mal sehen, wir haben Fissler, wir haben Knopf, wir haben Laser. Okay. Ach, so werden also jetzt die Kuben jetzt erstellt. Okay, ja. Ich soll dich also hier reinlegen und dann soll ich. Ach so, okay, da geht so die Tür auf. Ach, okay, ich habe den Gag verstanden. Moment. So. Würfel erstellen. Auflegen, rein und beenden. Gut, und jetzt muss ich erst einmal warten, bis das Teil wieder ausgeht. Gut, und denen zufolge soll ich jetzt F drücken und kann mich schon mal hier Richtung Ausgang begeben. Währenddessen ich selbst erst einmal noch den Kubus hier wieder erstellen lasse, hier hinlege, mich hinstelle, gehe ich erstmal selbst hier raus. Wenn der Kubus natürlich auch richtig reingelegt worden wäre. Ja. Moment. Noch ist nicht alle Tage Abend. Okay, nochmal. So. Kubus drin. Und ich stehe drauf. Gut. Q beenden. Und jetzt muss ich erstmal warten. Der Timer geht. Aus. Oh, der Knopf im Übrigen hier. Das sieht auch richtig cool aus. Das Design, das gefällt mir auch. Richtig nice. Okay. F ausführen und jetzt wollen wir es nochmal schauen. Wird der Würfel jetzt wenigstens hereingelegt? Oder lege ich mich noch einmal herein? Wir werden es gleich sehen. Würfel ist drin und ich bin drin. Yay! Okay. Schön sieht das aus. Okay. Und da unten hat alles begonnen. Wir haben uns einmal hierhin, dahin, dorthin und jetzt wieder hierhin. Oh, wir bewegen uns ständig hier hin und her. Okay, was haben wir hier oben? Würfel, Fabrik. Und eine kleine No-Draw-Fläche. Aha! Okay. Also, was dürfen wir hier machen? Spielt das Video bitte nochmal von vorne ab. Danke. Also, ich bin hier. Drücke R. So, was mache ich? Ich erstelle hier ein Portal und dein Portal. Okay, Q. Okay, ja. Dann erstelle ich hier Portale und drücke F. Ach so, ich kann also so mit vier Portale schießen. Ja, das ist ja nett, das ist schön. Okay, dann wollen wir mal schauen. Wir haben hier und.
Mal sehen, ich könnte jetzt erstmal hier und hier jeweils ein Portal hinschießen, währenddessen ich dann hier die Aufnahme mache und sobald ich dann quasi die Aufnahme beende, stelle ich mich also hier hin. Ah, okay, 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 ich glaube, ich hab's verstanden. Probieren wir es mal. So, R. Hier ein Portal. Und da ein Portal. Gut, Q. Jetzt gehe ich hier wieder durch den Fister durch und mal sehen, ob das Prinzip aufgeht. Ob dieses Prinzip aufgeht. Okay, und F. Meine Portale sind... Ach so! Ah, okay, verstehe. Ich muss also dafür sorgen, dass meine Portale erst erstellt werden, sobald die Portale meines früheren Ichs vorher erstellt wurden. Ansonsten sind sie ja noch nicht existent. Oh, ich glaube, das wird interessant. Das wird so richtig interessant. Ey, ich dachte, es geht nach oben. Aber na gut, gehen wir halt eben wieder mal nach unten. Ey, das gefällt mir schon irgendwie jetzt, das Prinzip. Ich glaube, das wird mir einige Kopfzerbrechen bereiten. Na was jetzt, so Fahrstuhl rauf oder runter? Ich glaube, der Fahrstuhl kann sich hier nicht entscheiden. Sieht zumindest alles gleich aus. So, Kammer 01. Okay, Portale schießen, ich mich selbst und... Hm. Okay, okay, okay. Schauen wir mal nach den Rechten. So, wir haben wieder eine Würfel-Kreiermaschine. Oh, danke für den Würfel. Okay. Ich muss also hier stehen und dann hier nach oben kommen. Warte mal, könnte ich nicht auch den Würfel benutzen, um so nach oben springen zu können? Könnte ich doch auch machen. Ich weiß nicht. War das so gewollt? Nee. War nicht so gewollt. Stimmt. Okay, okay, okay. Mal sehen. Ich muss das mal kurz überlegen. Das heißt, ich muss quasi hier die Aufnahme starten, mich nach oben begeben, so gesehen. Dann muss ich also hier hin einen Würfel erstellen lassen, den hier hin und den hier anders hin, währenddessen ich dann schon mal hier oben warte. Kann das denn etwas so sein? Ach, probieren wir es einfach mal aus. So, R, Aufnahme läuft, gut. Ja, Würfel wird erstmal neu erstellt, gut. Währenddessen der Würfel erstmal neu erstellt wird, begebe ich mich jetzt erstmal hier hin. Ducken, springen. Gut, und jetzt sollte ich oben sein. Und lassen wir noch den Würfel hier mit, stellen den hier hin. Und gehen hier hin. Ach, und jetzt geht das Teil gut. Okay, Aufnahme beenden und F für ausführen. So, Würfel wird neu erstellt. Okay, wo genau habe ich mich genau hingestellt? Dahin. So, hier hin. Zack. Ah, okay. Gut, währenddessen... Ah, genau, lege ich jetzt den Würfel hier hin und ich begebe mich hier hin. Ah, okay. Aber wozu waren eigentlich jetzt die Portalflächen da? Wozu, Ach so, okay, die Frage, die erübrigt sich. Gut, her mit dem Würfel, den brauche ich. Den Würfel, den muss ich jetzt wohl nur hier nach unten... Warte mal, Würfel macht die Tür auf und dann macht es hier noch irgendetwas... Ich kann zumindest auch hier nach unten. Ach so, okay, ne Lightbridge. So gesehen brauchst du jetzt nur den Würfel hier reinzulegen, oder? Ich fasse das mal als ja auf. Jo, läuft. Okay. Und es geht nach oben. Auf zum nächsten Level. Na, da bin ich mal neugierig.